Der Black Friday steht vor der Tür. Ob im Internet oder im Ort, in allen Geschäften winken reizende Angebote. Was das für unsere Erde bedeutet, ist vielen nicht bekannt. Viel kaufen für wenig Geld. Ein Traum von vielen, der am Black Friday wahr werden könnte. Angebote verleiten viele Leute dazu, sich mal wieder richtig einzudecken. Dass in dem Konsumwahn auch vieles gekauft wird, was nicht gebraucht wird, steht außer Frage. Der Black Friday bringt vielen Unternehmen Rekordumsätze und das auf Kosten des Planeten. Erst im Juni deckte das ZDF-Format Frontal 21 eine gigantische Retourenzerstörung beim Online-Riesen Amazon auf. Dadurch werden Massen an wertvollen Ressourcen vernichtet. Der Black Friday unterstützt dieses noch, da viele Käufer schon im Voraus wissen, dass sie die Hälfte der gekauften Ware wieder zurückschickt. Ein Kaufverhalten, das inakzeptabel und auf Kosten der Erde ist. Ich sag ja immer, geh nicht fort, kauf im Ort. Und überlege vor dem Kauf, ob du das Produkt wirklich brauchst. Viele Dinge muss man nicht neu kaufen, sondern kann sie auch reparieren lassen. Denkt also nochmal nach, bevor ihr euch am Freitag auf die Angebote stürzt. Wir haben nur eine Erde, die sollten wir schützen und nicht zerstören.